Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft Mist of Pandaria Folge Nummer 10 mit mir, den Sachsen Let's Player, und willkommen zur zweistelligen Zahl. Geben wir mal die Quests ab, am besten erstmal die. Ihr seid ein furcht einflößender Anblick auf den Schlachtfeld. Auf Wiedersehen. Okay. Ihr seid uns willkommen, Panda. Ihr seid unser erstes Glück seit Tagen. Wir sind für eure Hilfe dankbar. Keiner wird zurückgelassen. Ich habe zwar keine Ahnung, wer oder was ihr seid, wer oder was ihr und euer Volk seid, aber das Schicksal war uns heute sicherlich wohlgesonnen. Es hätte noch viel mehr von uns zu Tode kommen können, wenn ihr und eure Freunde nicht gewesen wärt. Ich stehe in eurer Schuld. Bekommen wir erstmal wieder eine schöne Brust. Wir sind euch wohlgesonnen, Pandaren. Und nur noch medizinische Versorgungsgüter. Habt ihr die Kisten gefunden, von denen ich euch erzählt hatte? Die hier sind perfekt. Unsere Sanitäter werden sich sofort an die Arbeit machen. Endlich ein freundliches Gesicht. So, Jojo. Sachse, das uralte Übel. Sachse, ich habe nach euch gesucht. Und die ganze Zeit, jo. Einer der entkommenen Seeleute hat Alicia im Schiffwrack gesehen, wie sie gegen ein gigantisches Ungeheuer gegenüberstand. Sie braucht wahrscheinlich eure Hilfe. Eilt ihr, schnell! Erzwingt Waka, den Albtraum aus der Tiefe. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Was, das Riesenvieh da, oder? Ach du Scheiße. Halt durch, Kleine, ich komme. Ich komme. So. Hi. Jetzt wird erstmal hier richtig schön Wasser gelassen. So, schön. Wow. Das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Zack. So. Schön mit der Ruhe, wir sind da. Nicht nachlassen. Nein, natürlich nicht. Ich habe bloß keine Energie mehr, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Es ist gut, dass ihr hier seid. So. Der Kampf hat Alisa offensichtlich erschöpft. Eure Fähigkeiten im Kampf stehen außer Frage, Mensch. Alicia nimmt sich einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Habt ihr die entkommenen Gefangenen gerettet? Wo ist sie? Geht es ihm gut? Alles riskieren. Moment, was? Wie kann er bloß so rücksichtslos sein? Das Schiff freisprengen zu wollen, ist Wahnsinn. Es könnte das Ende von Xingzhu bedeuten und damit unser aller Ende. Ich weiß, dass wir nicht viel Zeit haben, aber wir müssen einen anderen Weg finden. Dank, dass ihr hier seid. Entfernt den Stachel aus dem Fleisch Xingzhus. Ji könnte Shenzhenzhu umbringen, falls wir ihn nicht aufhalten. Kommt mit mir, schnell. Okay. Aber wie sollen wir bitte so ein riesiges Frack hier rauskriegen? Das wird nichts. Das kannst du doch vergessen. Ji, halt! Ja. Weißer, das hier ist die einzige Lösung. Wir sprengen das Schiff frei und dann heilen wir die Wunde. Es gibt keinen Plan B. Falls ihr das hier stoppt, dann fällt uns vielleicht einer ein. Sollen wir einfach warten, bis uns einer einfällt? Shenzhenzhu stirbt. Nichts tun. Setzt alles aufs Spiel. Das hier setzt alles aufs Spiel. Ich sterbe lieber in dem Wissen, dass wir es versucht haben. Falls ihr es tun müsst, werde ich euch nicht aufhalten. Aber wir könnten alles verlieren. Ich hoffe, dass ihr recht habt. Ey, wow, Leute! Wow. Thank you.
Aisa. Er wird sterben. Seine Wunden können geheilt werden. Ich hoffe, ihr könnt euch selbst vergeben. Für das, was ihr ihm angetan habt. Zu sterben. Und wir alle mit ihm. Beschützt sie. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. So, erster Schritt ist getan, aber nun müssen wir Xing Zhu retten. Die Heilung von Xing Zhu. Es ist viel schlimmer, als ich es erwartet habe, aber wir können es schaffen. Wir müssen alle Heiler Xing Zhus zusammentrommeln und die Wunde zu schließen. Wir müssen Xing Zhu retten. Findet so viele Heiler, findet so viele Heiler, wie ihr noch könnt. Befreit sie, entbindet sie von Aufgaben und tut alles, was sie tun müsst, damit herauskommen diese unten zwei. Verdammte Scheiße. Und passt auf, dass ihnen dabei nicht zustößt. Rettet und beschützt die Heiler von Xing Zhus, die Wunde heilen. Mache ich. So, seht zu, wie der hier wegkommt. Zack. Komm, Junge, verpiss dich hier. Lass den in Ruhe. Zack. Zack. So, kann ich hier irgendwelche Leute ansprechen? Ah ja, hier. Haltet unsere Kreaturen von Leib, während ich die Heilung durchführe. Ja, ja, go, 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 go hier. Wir übernehmen hier. Beschützt die Priester. Ja, sofort. Wir halten zu euch. Diese Schlacht kämpft ihr nicht allein. Nur mal kurz hier die bescheidenen Heiler befreien. Dementsprechend sind irgendwo welche. Ey du da, es gibt Arbeit. Komm, komm, komm. So, let's go, let's go, let's go, let's go, ja. Die Scheiße kann man hier befreien. Grüß dich, Treue. Ja. Go, 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 go. Wir haben nicht viel Zeit. Los, 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 los hier. Gib Gas. Alle, yep. Zack. Komm. Mitheilen. Mitheilen! Verdammte Scheiße. Ja, ich greife mal kurz ein hier. Was dagegen? Ja. Komm, 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 komm hier. So, Süße, ich störe dich ja nur ganz ungern, aber... mitheilen. Ey. Hallo, hallo. Sieh zu, wie du mit dir mitgeheilt wird, ey. Ich glaube, die sind auf den Weg. Finde ich in Ordnung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Haut ab hier. Große Sprünge sehe ich aber auch noch nicht, davon mal abgesehen, Leute. Findet die Heiler und bringt sie sicher aus dem Kampfgebiet. Wir brauchen sie hier bei der Wunde. Ja, ist ganz, ganz logisch, gell? Oh, hier geht's weiter, scheiße. Ich lass mich zu sehr ablenken. Was denn? Habt ihr ein Problem oder was? Aus hier! Ey, lass die Heiler hier in Ruhe, ey. Ich raste gleich aus! Okay, beschützte Heiler 1 von 1, aktive Heiler 6 von 12. Wir müssen viel mehr aktiv sein. Ich jagte den erstmal vom Leib, so. Ihr macht das sogar noch eindrucksvoller, wenn ihr unter Druck steht, sagst du. Ohne euch hätten wir die Chance, hätten wir nie eine Chance gehabt. Ich glaube, es funktioniert, die Blutung scheint gestoppt zu sein. So, krieg ich noch eine schöne Hose dazu, oder was? Es funktioniert.
sich. Ja. Wir haben alles riskiert, aber wir haben es geschafft. Shenzhen Zhu wird wieder gesund. Wenn ich so später noch mal was sehen würde. Oh, so geht's natürlich auch. Ja, weg ist die Wunde. Willkommen. Neue Verbündete. Ich habe getan, was getan werden musste, Sachse. Und es hat funktioniert. Es hätte auch viel schlimmer enden können. Hätten wir nicht gehandelt. Ich wünsche nur, dass Aisha das verstehen würde. Es wird noch genug Zeit der Besinnung geben, aber wir müssen zuerst zum Tempel, um zu den 5 Sonnenaufgängen zurückkehren. Wir müssen sie wissen lassen, dass Xing Zhu gerettet wurde, und wir müssen über unser Schicksal dieser Verbündeten entscheiden. Kehrt zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge zurück. Beim Quack der Himmelsscheucher wartet ein Wagen auf euch, der euch zum Tempel bringen wird. Alles klar. Ich dulde eure Anwesenheit nur um unserer neuen Verbündeten willen. Übertreibt es nicht. Mensch. Haltet euch zurück, Tauren, bevor ich euch wieder in Ketten lege. Hallo Freund, ihr dürft gerne, ja, würde ich gerne in Anspruch nehmen. Ihr seht zu, wie sich hier Allianz und Horde vertragen. Puh, das war ziemlich krank gerade. Ein bisschen Sprengstoff, ne? Das ganze Boot war voll, davon mal abgesehen. Ah naja, diese Zwischenszenen sind natürlich auch immer wieder schön. Schön gemacht wurde das auf jeden Fall. Bringt auch Emotionen. Aber man kann Blizzard nicht vorwerfen, wenn sie nicht wissen, wie sie solche Trailer, solche Zwischenszenen kreieren. Weil das hat man ja schon bei Diablo gesehen, ziemlich geil. Also Blizzard sollte sich wirklich überlegen, nicht ins Filmgeschäft mit einzusteigen. Weil die würden richtig, richtig geile Filme produzieren. Wenn das so aussieht wie bei Diablo. Oder alleine schon der Trailer zu Mist of Pandaria, was da alleine für Arbeit drin steckt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sieht dementsprechend aber auch sehr geil aus. Ob du dann über WoW-Fan bist oder nicht, ihr müsst einfach sagen, es sieht geil aus. Wenn das mal in 20 Jahren Ingame-Grafik ist, ich verzichte auf meine Rente. So. Da sind wir am Tempel von Temple. Mein Gott, die Stufen, die nerven. Na? Alles easy hier im Karton. So. Falls ihr jetzt hier draußen das Feuerwerk hört, tut's mir leid. Falls der Lack jetzt nicht aufhört, tut's mir auch leid. Da dürfte jetzt eigentlich mehr oder weniger gleismäßig wieder laufen. Na gut, wir geben eh bloß noch die Quest ab, dann ist der Part ja schon leider wieder vorbei. Geist von Meister Xing Xuan. Aber vergesst niemals Güte. Schön euch wiederzusehen, Sachse. Ihr habt alles getan, wofür ich euch gebeten habe. Und sogar noch mehr. Ihr habt Xing Zhu gerettet. Ihr habt euren alten Meister sehr stolz gemacht. Ja, Stufe 12. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in Let's Play World of Warcraft Mr. Pandaria Folge Nummer 11 mit mir, den Sachsen-Let's Player. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein.